Hallo, heute geht es um den Mod-Bagger-Armverlängerung. Das ist vom Modder HR, Forst- und Fahrzeugbau. Der hat ja schon einige Mods hier im Mod-Hub. Ist die Version 1.0.0.0. Größe ist 3,09 MB. Er schreibt hier, Bagger-Armverlängerung passen bei den Volvo-Baggern aus dem Platinum, Forst, DLC und diversen anderen. Preis ab 13.250 Euro. Kategorie Geräte diverses. Es wird eine eigenständige Steuerungsbelegung dem Spiel hinzugefügt, um Kontrollgruppenumschaltung zu reduzieren, verhindern. PC-Steuerung, Tastatur heben und senken, Steuerung plus Taste D und A und Maus heben, senken ist Mausrad-Taste plus Maus vor, zurück. Konsolensteuerung auf der Xbox ist heben, senken LB, also Left Button und linken Stick vor und zurück. Auf der PlayStation ist heben, senken L1 plus L vor und zurück. Dann Unterstützung für Work-Kamera von Bargon Mods Oscar 8599 und Unterstützung für Kamerasystem von Vertex Float. Dann schauen wir uns das Ganze mal im Spiel an. So, wie der Modder schon geschrieben hat, finden wir diese Baggerarmverlängerung unter Geräte diverses. Dann hier Versi. Wir haben die Möglichkeit, die Farbe zu ändern, die Designfarbe zu ändern, die Hydraulik-Zylinderschutzfarbe zu ändern und die Schlauchschutzfarbe zu ändern. Das Ganze wiegt 1,4 Tonnen. Grundpreis ist 13.250, wenn man es kaufen will, plus die Optionen. Mieten können wir es, Basiskosten wären 281 Euro, pro Arbeitstag 140 Euro und pro Arbeitsstunde 295 Euro und die initialen Mietkosten wären 716 Euro. Ich habe das schon vorbereitet, deswegen brauche ich es jetzt nicht extra mieten oder kaufen. Ich habe so einen Volvo-Bagger mir quasi gemietet, dann diese Baggerarmverlängerung und einen Holzgreifer mit Greifersäge. Den Holzgreifer findet man als Mod auch. Und dann unter Forstgeräte und die Verlängerung eben unter dem diversen. Da ist jetzt dann noch so ein Holzstück drauf. Schauen mal, ob das weggeht, wenn wir anhängen und ankuppeln quasi. Steigen wir mal ein. Schauen mal hin. Ja. Ist dann weg. Da oben wäre noch ein Haken, um was einzuhaken oder eine Öse. Dann kümmern wir uns jetzt mal um den Greifer. So, den haben wir jetzt auch dran. Mit in dem Fall Gamepad links und left Button kann man die Kranzange dann quasi vorne neigen. Muss ich mal schauen, da ist es nicht. Da muss man dann das Gerät wechseln. Dann kann man quasi vorne noch, jetzt in dem Fall mit der Maus, quasi diese dritte Drehachse auch bewegen. Ich müsste dazu meine ganze Joystick-Steuerung umlegen oder umbenennen, was ich jetzt nicht machen will. Ihr habt gesehen, wie man es ankoppelt und am Anfang meines Videos sieht man ja die Tastenkombination, wo man braucht, um das Ganze, diese zusätzliche Drehachsen oder zwei Drehachsen zu bedienen. Gut, man hat durch das Ganze hat man natürlich eine längere Reichweite und natürlich kann man auch höher nach oben greifen. Also von dem her, wem die normale Reichweite des Baggerarms zu kurz ist, für den ist das ein guter Mod, der wohl ihm hilft, diese Reichweite eben zu verlängern. Gut, das wär's zu dieser Baggerarmverlängerung. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr ein Like da lassen, ihr könnt den Kanal abonnieren und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann!